Yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir endlich wieder ein Pack-Opening am Start. Nach langer Zeit gibt es endlich wieder ein Pack-Opening, denn es gibt richtig geile Karten wieder zu ziehen. Wir haben hier Man of the Match-Karten, Dempsey und Peralta. Dann haben wir hier noch ein Team der Woche, was nicht gut ist, aber eben das Team of the Tournament. Und da muss man einfach Packs dazu ziehen. Wir wollen hier Messi, Vidal und Alexis Sanchez ziehen. Richtig geile Karten. Dani Alves, Di Maria und viele weitere gibt es dann auch noch. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal in die Packs. 25k Packs und 15k. Wir werden, denke ich, aber eher die 15k Packs ziehen, denn die sind richtig, richtig kacke, wie ich finde. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins erste Pack. Da ziehen wir mit Tim Howard. 1, 2, 3 und Skip. Und wir ziehen keinen einzigen seltenen Spieler, denke ich. Vielleicht als Duplikat was Geiles, Bakker. Naja, der Start war auf jeden Fall nicht gut. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das alles in den Verein, stoßen das hier ab. Und kommen auch schon zum zweiten Pack wieder mit Tim Howard auf dem Cover. Und ich hoffe, dass wir mal was Geiles ziehen mit Tim Howard auf dem Cover. Und es ist Mertesacker, die Pace-Hure. Dazu noch Sterling, der ganz nice ist. Und drei Silberspieler. Ganz ehrlich, EA. Ganz ehrlich. Drei Silberspieler in einem 15k-Set. Das kann es doch eigentlich gar nicht sein. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Mich würde es wirklich interessieren. Habt ihr vielleicht einen Team of the Tournament gezogen? Und wir ziehen jetzt auch einen. Oder auch nicht. Al-Shamrani. Ja, dann haben wir noch den Bele. Fügen wir alles wieder dem Verein hinzu. Und dann würde ich sagen, stoßen wir das hier ab. Rodriguez auch noch am Start. Und dann haben wir noch 500.000 Münzen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, für wie viel ich ziehen werde. Jetzt haben wir unseren Lionel Messi mal am Start. Den Barcelona-Spieler. Der bringt uns jetzt Lionel Messi selber. Oder Lampard, auch nicht schlecht. Lampard, der ja gewechselt ist. Schauen wir mal, ob es den schon auf dem Transfermarkt gibt. Ja, klar gibt es den schon, aber er geht sogar für 1000 Münzen. Kann man auf jeden Fall mal reinstellen. Schadet auf jeden Fall nicht. Ein paar Coins. Und ja, den Rest stoßen wir dann auch ab und dann kommen wir auch schon zum vierten Pack, zum vierten 15k Pack. Damit haben wir schon 60k auf den Kopf gehauen. Und ja, Freunde, lasst gerne auch eine positive Bewertung da, falls ihr mehr Pack Openings sehen wollt. Chiellini ist auch nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Und ja, das fügen wir wieder dem Verein hinzu. Und Chiellini kann man natürlich auf die Transferliste packen. Man United Wappen bieten wir jetzt auch einfach mal an. Kann ja nicht schaden, denke ich mir. Da ist ja auch der Schweinsteiger, der Bastian Schweinsteiger zu denen gewechselt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. 20 Millionen finde ich ein bisschen wenig für ihn, aber er ist auch schon in die Jahre gekommen. Aber ich hätte ihn gerne noch bei Bayern gesehen. Denn, ja, keine Ahnung. Schweinsteiger gehört einfach, finde ich, zu den Bayern. Aber ja, es ist auch mal eine Abwechslung im Ultimate Team. Kann man ihn sicher auch super einbauen in BPL-Squad und so weiter. Kann man sicher gute Hybrids bauen mit der Bundesliga. Mit Bastian Schweinsteiger. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Pack mal an. Mit Hazard bringt uns El Shaarawy den 4-Sterne-Skiller. Der hat ja auch, glaube ich, mal 5-Sterne-Skills. Packen wir jetzt einfach auch mal auf die Transferliste und stoßen wir den Rest hier ab. Haben jetzt auch schon, glaube ich, fast 100k verzogen oder so. David Alaba, der bringt uns jetzt einen guten Spieler. Der müsste auf jeden Fall auch ein Upgrade in FIFA 16 bekommen. Nach der Leistung, die er in der letzten Saison, die er in den letzten Jahren gebracht hat, müsste er auf jeden Fall ein Upgrade bekommen von EA. Ich hoffe, der bekommt ein sattes Upgrade. Ich hoffe auch, dass er ins zentral-defensive Mittelfeld kommt. Oder ins zentrale Mittelfeld. Denn da ist er richtig, richtig gut. Und mit seinen Sets kann er da auf jeden Fall richtig was zeigen. David Alaba in der Zentrale wäre schon mal richtig, richtig nice. Jetzt ziehen wir nichts Gutes. Boateng von Schalke haben wir am Start, so war auch noch dabei. Patricio Inler, alles nichts Gutes. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Pack mal an mit Eden Hazard von Chelsea. Der ja der beste Spieler aus der Barclays Premier League war. Und wir ziehen mal Buber. Ja, auch nicht so gut. Varane haben wir auch noch am Start. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns dann auch schon das nächste Pack an. Deutschland-Trikot habe ich jetzt leider abgeschlossen. Das wäre wahrscheinlich auch noch was wert gewesen. Dann haben wir hier Higuain auf dem nächsten Pack. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Pack an in 3, 2, 1 und Skip. Und wir bekommen einen Keita. Vielleicht ein geiles Duplikat. Vielleicht irgendeinen geilen Spieler. Krankwist ist nicht das, was ich mir so erhoffe. Und ja, Freunde, dann schauen wir uns gleich wieder das nächste Pack an. David Alaba am Start. Der bringt mir eigentlich immer richtig viel Glück, wenn der auf meinem Cover ist. Und dann schauen wir mal, was er uns diesmal bringt. Herrera, Alter, in einem 15k-Set kein Rare-Spieler. Dazu noch zwei Silberspieler. Das ist eigentlich eine richtige Verarsche von EA. Und ich würde sagen, wir öffnen noch bis 300k runter. Dann haben wir über 200k verzogen. Ich denke, das müsste reichen. Dann kann ich vielleicht nochmal ein paar Pack-Openings machen. Denn ja, das ist besser, wenn ich das hier ein bisschen verteile, als wenn ich das jetzt alles auf einmal raushaue. Ja, dann stoßen wir das jetzt auch ab, kommen auch schon wieder zum nächsten Pack und ich denke, wir haben noch ungefähr 4-5 Packs übrig. Diesmal haben wir wieder den Torhüter Tim Howard am Start und das überspringen wir und bekommen einen Silberspieler. Ist eh schon Standard bei uns und einen Rare-Spieler und er ist 75 bewertet. Und Griezmann ist auf dem nächsten Cover
Und schauen wir mal, ob er uns was Besseres bringt. Ich glaube, den hatten wir jetzt noch gar nicht auf dem Cover. Und der bringt uns Forster, einen 75er Keeper. Stranzl auch noch am Start. Schwegler, habe ich noch nie was gehört von ihm. Ja, dann würde ich sagen, stoßen wir das jetzt auch wieder ab. Und ja, Freunde, dann kommen wir zum drittletzten Pack, denke ich, müsste es sein. Ja, machen wir einfach das drittletzte Pack jetzt auch wieder mit Griezmann. Er will heute auf unserem Cover sein. Er will auch ins Pack, obwohl er gar keine gute Karte hat im Moment. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. War richtig komisch. Dann haben wir Mandan da am Start. Im nächsten Pack haben wir wieder Eden Hazard auf dem Cover. Und das ist unser vorletztes Pack. Es muss langsam mal was kommen. Lionel Messi, Alexis Sanchez, Vidal. Vielleicht aber Podolski. Ja, kann man mal mitnehmen. Der ist ja nämlich auch transferiert. Stindl daneben auch gleich transferiert. Also zwei transferierte Spieler können wir auch mal reinpacken. Geht für ein paar Coins weg. Und dann Stindl haben wir auch noch am Start. Vielleicht geht der für mehr weg. Und ja, sieht nicht wirklich danach aus. Stellen wir jetzt einfach auch mal rein. Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Pack. Komm, Starke haben wir auch noch am Start. Dann Gentner. Ja, sonst haben wir nichts Besonderes. Dann kommen wir zum allerletzten Pack. Und dann schauen wir einfach nochmal ins allerletzte Pack. Tim Howard bringt uns jetzt endlich einen Spieler aus dem Team of the Tournament. Und es ist Ulreich, der zwar gewechselt ist, aber das ist auf jeden Fall kein Abschlusspack. Deswegen werden wir das Ganze nochmal wiederholen und dann ein neues Abschlusspack machen. Ah, Koulibaly hatten wir auch noch. Den habe ich jetzt abgestoßen. Der wäre noch was wert gewesen. Griezmann auf dem letzten Pack. Auf dem letzten 15k-Pack. Das ist das letzte Pack für dieses Pack-Opening. Und dann war es das auch schon. Und da schauen wir nochmal rein und wir bekommen Pepe. Ja, natürlich ein Portugiese von Real Madrid. Ist eh klar, dass wir nicht Ronaldo ziehen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das alles noch mit. Das stoßen wir ab. Dann war es das auch schon wieder mit dem Pack-Opening. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute. FIFA All-Stars.